Willkommen zu einem neuen Let's Play-Projekt. Twin Mirror. Ja, Freunde, ein neues Let's Play-Projekt. Twin Mirror wird gespielt. Für die, wo sich jetzt fragen, was ist denn mit Resident Evil The Village? War das nicht geplant? Ja, allerdings erst, wenn mein neuer Rechner da ist. Der ist gerade bestellt und dauert noch ein paar Tage. Und ich dachte mir, in der Zwischenzeit spielen wir dieses schöne Game hier. Wird auch nicht so groß sein. Resi rennt uns ja nicht weg. Twin Mirror ist von den Life is Strange-Machern, ist aber natürlich ein sehr storykräftiges Spiel. Wir kennen bereits die ersten zwei Stunden, danach wird's für mich blind. Haben wir nämlich mal im Stream angespielt. Ich habe es auch für alle hochgeladen. Hatte aber damals schon gesagt, dass ich das auf jeden Fall Let's Playen möchte, eben weil es eben mehr ein Storygame ist und im Vergleich zu Life is Strange und so ist es auch ein bisschen mehr, ja, geht mehr ins Thriller-Genre, so auch so ein bisschen mit Detective-Spielereien, hatte ich den Ersteindruck und gefiel mir sehr, sehr gut. Und ja, ich habe richtig Bock drauf und ich würde sagen, das beginnen wir nun. Fortan wird es dann immer ja viermal die Woche kommen, so wie ihr es gewohnt seid. Für gewöhnlich Montag bis Donnerstag, es sei denn, es dreht sich mal was spontan. Und ja, viel mehr bleibt mir nicht zu sagen. Ich würde vorschlagen, wir legen einfach los. Das Game ist, wie gesagt, noch ziemlich frisch. Das kam letztes Jahr raus. Und ja, ich werde euch mitteilen, sobald es für mich 100% blind wird. Da habe ich eine kurze Testaufnahme gemacht. Ich lösche die am besten einfach nochmal schnell. Dann sehen wir definitiv auch das Intro. Oder habe ich es jetzt geladen? Naja, wird schon passen. The skies are finally clearing up after ja, a light rainfall most of the afternoon. The weather's approaching 49 degrees, so we've got a brisk West Virginia evening ahead of us. Wrap up tight and settle in, folks. This is 104.3 WVCK, the Basswood Sound. I'm your host, Carrie Hammond. Coming up after a short break, mental health expert Dr. Whitcock will discuss the recent opioid epidemic that's been affecting. Take my clothes and wash my mind. Does the well go down that low? Let me breathe and I'll let you go. I knelt down in desperation. I felt around for something real. There's a radio station playing wrong in my ear. You keep coming alive, keep coming alive, keep coming alive, keep coming alive. You keep coming alive, keep coming alive, keep coming alive, keep coming alive. Okay, das scheint wohl unser Hauptprotagonist zu sein. Ich werde das übrigens jetzt wieder zeitnah aufnehmen. Und bitte nicht spoilern in den Kommentaren. Und lasst mich einfach spielen. Denn bei so Storygames ist es ja irgendwie am spannendsten, wenn man sich selbst entscheidet. Denn ich glaube, das ist wieder ein sehr entscheidungsfreudiges Game. Mal schauen, was wir davon haben. Time to kill before the funeral. Might as well spend it here. Okay, machen wir eine kurze Rast hier. Es geht zu einer Beerdigung. Wir konnten es im Zeitungsausschnitt auch schon lesen. Sehr schöne Grafik. For a while, and I'm not gonna walk into town.
Ja, man könnte es mal versuchen, ne? Einfach das Auto stehen lassen und gut ist. Ja, ich denke, du willst da runter, ne? Also wie gesagt, die ersten 2 Stunden kenne ich noch. Ich werde jetzt aber trotzdem nicht irgendwas vorne wegnehmen. Gibt manchmal mal so ein paar lustige Kommentarschreiber wie... This place was always one for decisions. Somewhere for things to fall apart. Gibt manchmal mal so Kommentarschreiber, die dann so meinen, tut so, als würde er nichts wissen. Leute, ich will euch einfach nur nicht spoilern. Wie dumm wäre das, wenn ich jetzt einfach alles im Vorfeld sagen würde, was hier passiert. Deswegen. Instandsetzung. Das Unternehmen hat Wert darauf gelegt, dass wir alle erfahren, wie großzügig es ist. Welcome back to Basswood, Sam. Okay, also ich spiele das Ganze mit dem Controller über PC. Steuert sich sehr gut, wie man sieht. Kann der auch rennen? Nee, ne? Na egal, lassen wir uns, lassen wir die Natur einfach auf uns wirken. I came up here every chance I could. One of the all-time great views. Really makes a small town look big. Lassen wir das einfach auf uns wirken. Ich finde das schön, wie er alles kommentiert in seinen Gedanken. Das kann er gerne weiterhin so tun. Okay, das soll ich mir wohl... da hinten geht es auch noch weiter. Okay, dann gucken wir uns das mal an. Ah ja, können wir uns schon mal einen Überblick verschaffen, wo wir bald hin müssen, leider. So eine Beerdigung ist natürlich kein schöner Anlass. I'm not sure Nick would even want me at his funeral, given how I left things. Nick heißt der Verstorbene und ich schätze mal, es ist sein Bruder. I remember spending entire summers on the banks fishing with Nick. Und er ist anscheinend schon länger nicht mehr in seinem Heimatstädtchen gewesen. My hometown. It felt more imposing in my nightmares. Anscheinend hat er schlechte Erfahrungen gemacht. Strange to think of Basswood without its mine. Okay, eine Mine in der Nähe. Ja, sieht nach einem schönen verschlafenen Städtchen aus, ne? Okay, ich glaube, ich habe mir alles angeguckt. Die Orientierungskarte. Diese 1865 gegründete kleine Bergbaustadt wuchs zusammen mit der Kohleindustrie schnell heran. In seiner Blütezeit wurde in Basswood mehr Kohle gefördert als in jeder anderen Stadt in West Virginia. Die Mine in Basswood galt als eine der beständigsten in den ganzen Vereinigten Staaten. Mit seinen Hunderten von Wanderwegen ist Basswood zudem ein wunderbarer Ort, um abseits der Appalachian Trail die Natur einfach Natur sein zu lassen. Basswood ist ein perfektes Beispiel für den wahren Lebensstil von West Virginia und gleichzeitig eine Erinnerung an die Vergangenheit als auch ein Blick in eine strahlende Zukunft. Ruined, closed, sucks. Na, klingt ja jetzt nicht so optimistisch. Scheinbar sind hier einige unzufrieden. Naja, er wird seine Gründe gehabt haben, hier nicht mehr zu wohnen. Aber es sieht echt schön aus. You'd think the massive cliff face would be a giveaway. Denn ein Schild schützt besser als robuste Leitplanken. das ist echt cool, dass da alles so schön kommentiert wird. War hier noch was? Picknicktisch. Das sollte dringend mal repariert werden. Wurden die in letzter Zeit wahrscheinlich nicht benutzt? I don't think these tables have seen any children recently. At least I hope not. Aber so, am Ende komme ich in so eine verlorene Geisterstadt hier an. Kein Mensch ist mehr hier. Können wir gleich Silent Hill spielen. Eine Feuerstelle. Immer noch völlig vom Regen durchnässt. Wurde wohl lange nicht benutzt. Kids hung out here all the time. Not that I was ever invited. Or wanted to go. Okay. Wobei er hat ja den Anruf bekommen und so, also es wird schon noch Leben da unten geben. Okay. Notruftelefon, direkt mit der Notrufzentrale verbunden. I get the feeling it still sees some use, given how bad the coverage is up here. Na super, schlechtes Netz. Was haben wir denn hier? Ein Schild über Wildtiere. Darf ich das, Some of these species are endangered. She wrote an article about it.
West Virginias malerische Bergwälder sind die Heimat von Rehen, Gleithörnchen, Rotfüchsen, Kaninchen, Fledermäusen und zahlreichen anderen Tieren. Rotluchse, Wildschweine und sogar Schwarzbären wurden im gesamten Bundesstaat gesichtet. Und selbst weit abgelegene Farmen berichten gelegentlich von nordamerikanischen Pumas auf der Pirsch. Mensch, die haben ja einen ganzen Zoo zu bieten. Ist ja fantastisch. Das ist ja ein richtig schönes Örtchen dann. These trails were great to walk if you wanted to feel truly alone. Ja, aber klar, bei Spaziergängen sollte man dann vorsichtig sein. Hunting is another tradition I could never get behind. Just don't see the appeal. Mhm. Führen Sie beim Jagen stets alle erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen mit. Jagen Sie nicht unter den Einfluss von Alkohol. Eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang und eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang ist das Jagen verboten. Okay, merken wir uns. Aber ich glaube nicht, dass wir zum Jagen kommen. Ja, ihr merkt schon, ich werde mir natürlich alles in Ruhe angucken. Wir lassen uns Zeit, wir saugen hier alles regelrecht auf, was uns das Spiel bietet. Zum Beispiel auch dieses Schild, Wandern verboten. Der Weg wurde vor 3 Jahren nach einem Erdrutsch gesperrt. Oh, okay. A lot of people were upset when it closed, but not upset enough to fix it. Ja, super. Da tut einfach niemand was dagegen. Vorratskiste schützt Wanderer und Jäger vor Bären. I left a sandwich in it for a whole week once. Dad never let me forget it. Okay. Na, das war dann bestimmt nicht mehr lecker. Hallo Baum. Was stand da? Ein Stück Moos. Ah, das ist nicht nur ein Stück. Säubern? There seems to be something here. Bestimmt Initialen, die eingeritzt wurden, oder? Ja, natürlich. A und S. Wer könnte das sein? Tagebuch aktualisiert. Lovers scarring a tree to write down their initials. Always seemed twisted to me. Jo, jetzt übertreibt man nicht. Also, ich bin ja theoretisch auch ein Freund der Natur, aber so ein kleiner Ritzer. Da lächelt der Baum drüber. Denke ich doch mal. Naja, Tagebuch, apropos. Wollen wir mal reingucken, oder? Also, wir spielen ihn hier. Ich weiß seinen Namen, glaube ich, noch gar nicht, oder? Naja, ich habe dieser Stadt vor Jahren den Rücken gekehrt. Ich bin definitiv nicht bereit, zurückzukehren. Ich bin auch nicht bereit, meinen besten Freund zu begraben. Okay, es ist nicht sein Bruder, es ist sein bester Freund. Aber das ist es, was ich tun muss. Nix Beerdigung beginnt in etwa einer Stunde. Genug Zeit für einen Spaziergang auf dem Plateau mit dem Aussichtspunkt, um den Kopf freizukriegen. Oder das Unausweichliche hinauszuzögern. Ja, da haben wir schon. Mach einen Spaziergang auf dem Plateau, ist abgehakt. Und erinnere dich am Fernrohr an jeden Abend. Hey, die spoilert ja voll, was hier jetzt hier gleich passieren wird, aber okay. Wir gucken uns mal die Leute an, die wir offenbar kennen. Also wir sind dann wohl Sam. Sollte ich mir mal merken, den eigenen Namen. Wäre vielleicht ganz gut. Genauer gesagt heißen wir Samuel Hicks. Vor 2 Jahren habe ich Bestwood den Rücken gekehrt, um vor einem Job bei einer kleinen Zeitung einer Stadt voller wütender Menschen und einer gescheiterten Beziehung davonzulaufen. Ich habe nie zurückgeblickt. Jetzt kehre ich heim, um der Beerdigung meines besten Freundes beizuwohnen. Was könnte wohl mehr Spaß machen, als mich am Grab meines Freundes all meinen Fehlern aus der Vergangenheit zu stellen? Das kann ja noch interessant werden. Also eine gescheiterte Beziehung und Fehler, die er früher gemacht hat. Wahrscheinlich sind die Leute nicht gut auf ihn zu sprechen. Und das wird alte Wunden wahrscheinlich aufreißen, da gewisse Leute wieder zu sehen. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber gut, das ist wohl unvermeidlich. Respekt trotzdem, dass er zu der Beerdigung seines Freundes hin will, trotz dieser Umstände. Lesen wir mal was über ihn, über Nick. Nicholas Waltren. Nick war mein bester Freund, seit wir Kinder waren. Mein einziger Freund. Als ich Bestwood vor 2 Jahren verließ, stellte ich mich tot. Und jetzt ist er es, der tot ist. Ja, das ist natürlich nicht schön. Also gerade wenn man den besten Freund hat, da hätte man ja in Kontakt bleiben können. Gerade in der heutigen Zeit, ne? Aber na gut. Vielleicht wollte er halt komplett mit allem abschließen und das beinhaltete irgendwie auch seinen Freund. Erinnerungsstücke, können wir 2 Dinge von ihm finden? Ist vielleicht optional, müssen wir gut darauf achten. Von mir selbst habe ich natürlich keine Erinnerungsstücke. Und das ist Anna. Anna, die davon kam. Was ist denn das für eine Beschreibung? Ja gut, finde ich aber gut, dass das Spiel uns das jetzt nicht vorne wegnimmt. Im Gegenteil, das macht uns eher neugieriger. Ist das seine gescheiterte Beziehung?
Ja, ah. Anna. Ja, A und S. Es ist bittersüß, den eigenen Namen in einen Baum geritzt zu sehen. Ja gut, aber es kann auch sonst irgendjemand mit A sein, ne? Das seid ihr beide. A und S, wisst ihr? Ja gut, dann ist es natürlich ein Erinnerungsstück. Und jetzt ist es auch sicher, also das ist seine Ex, die wir da höchstwahrscheinlich auch bald wieder treffen. So, dann haben wir hier Statistiken. Kalte Füße. In dieser Szene wurde noch keine Entscheidung getroffen. Da geht's schon los. Also wir werden noch eine Entscheidung treffen müssen. Und das wird natürlich Konsequenzen auf den Handlungsverlauf haben. Also ich entdecke das gerade wirklich wieder neu. Ich habe das zuletzt, glaube ich, im Oktober oder so gespielt, letztes Jahr. Und ich habe das schon wieder vergessen. Ich weiß zwar jetzt, was storytechnisch noch in der nächsten Stunde so kommt, aber so die Einzelheiten oder das mit dem Baum, das wusste ich jetzt nicht mehr. Aber das war jetzt optional, ne? Also Erinnerungsstücke muss man gut drauf achten, sonst übersieht man die. Ein Grund mehr, gern mal zweimal rumzulaufen und zu gucken, ob man wirklich alles gesehen hat. Aber ich denke mal schon hier. Dann gehen wir jetzt mal zum Aussichtspunkt. I used to love looking at Basswood from up here. Helped give me perspective. Until that day. Ja, das ist aber auch eine geile Aussicht. Ich darf es sogar benutzen. Oh, nice. Werde ich gleich machen. Ich gucke gerade, ob hier noch was anderes ist. Gut, ich muss es benutzen, ne? Na dann los. Habe ich das nötige Kleingeld oder ist das sogar gratis? Wäre ja Wahnsinn. Why can't the real world be as clear and peaceful as my own mind? Even if it does mean nothing stays hidden in here, not even me. Das finde ich sehr, sehr stylisch gemacht. Sam kann in seine eigene Gedankenwelt quasi abtauchen. Das ist eins der Spielereien, die wir hier haben werden. Da kommen noch einige, weil, ist klar, ne? Von den Life is Strange machen, dass wir einen ganz normalen Guy spielen, ist natürlich nicht der Fall. Es geht natürlich auch ein bisschen in das Übersinnliche. Das ist richtig cool gemacht. Das sind jetzt die Erinnerungen. I've been meaning to ask you something. Don't freak out. Would you be my little girl's godfather? I wouldn't trust anyone else with this. Tja. I stopped taking his calls. He even called once the day before he died. I'll never know what he wanted to talk to me about. Boah, das ist aber schon heftig, ne? Also, es ist eine Sache, sich nicht zu melden, weil man mit gewissen Dingen abschließen will oder so. Kann ich mir das hier noch genauer angucken? Eisenbahnunglück in Basswood. Beschädigtes Gleis führte zur Entgleisung. Ist er so gestorben? Also es ist eine Sache, sich nicht zu melden und so, aber dass er dann ihn auch wegdrückt und selbst am Tag, als er gestorben ist, hat er noch versucht, ihn anzurufen. Das ist heftig. Also da hätte ich schon, ja gut, keine Schuldgefühle, aber vielleicht doch schon ein schlechtes Gewissen. Ich meine, es hätte ja auch wichtig sein können und einfach wegdrücken ist echt nicht cool. Die nächste Erinnerung. This is Anna. She works freelance. Does a lot of the human interest pieces. What can I say? I'm interested in humans and their pieces. What do you like to write? I gotta run to a review with Walt. You two feel free to chit-chat. And Sam, be nice. I had never met someone so interested in others. Even in me.
Ja, wir können das auch immer wieder abrufen, wenn wir wollen. Da hat er anscheinend zum ersten Mal Anna gesehen. Aus dem dann eine Beziehung geworden ist. Anscheinend hatten alle auch ungefähr den gleichen Beruf. Hier kommt nochmal Anna angeschwebt. Zeit für die nächste Erinnerung. The story is important. You know I think that. It's just... People around here have short tempers and long memories. Be careful. Sam, are you even listening to me? I heard you, Anna. But no, I wasn't listening. Da hat er anscheinend sein Ding durchgezogen, ne? Vielleicht eine Story geschrieben, was die Leute hier ziemlich verärgert hat. Oder irgendwas aufgedeckt. Na gut, gehen wir mal weiter. Das ist so cool gemacht. Auch optisch. Und das ist eventuell die letzte Erinnerung, die wir hier in dieser Szene haben. Nanu? Ah ja. Geht doch nicht gleich weg. Ah, ich soll da reingucken, ne? Okay. Come on, Anna. Look at this. What is it? Someone skinny dipping? Anna, you really need to see this. Oh, sweet. I can't even see. Something's blocking it. What are you doing? I'm trying to be romantic. What? Wait. Please don't tell me you're proposing. I'm down on one knee, a ring. What else would I be doing? You look like I just ran over your grandma. Okay, the silence is really starting to scare me now. Anna, please say something. Sam, put that away. Come on. I don't want a ring. I don't need a ring. You should know that. We've discussed it before. Autsch. We weren't happy. She was the one brave enough to face that. Lost in my head again. How much time did I miss? Okay, ja. Neuen Tagebucheintrag. Okay, kehre zum Auto zurück, du hast genug Zeit vertrödelt. Ich habe beschlossen, nee, das haben wir schon gelesen, ne? Mhm. Okay, kam hier was Neues jetzt dazu? Sie hat noch ein Ausrufezeichen. Ah ja, natürlich tut sich das mit der Zeit auch aktualisieren. Wäre mein Leben anders verlaufen, wenn sie ja gesagt hätte, sie wiederzusehen? Das wird schwer. Und dennoch freut sich ein Teil von mir darauf. Der Rest von mir will sich umdrehen und sofort verschwinden. Boah, ich kann das so nachvollziehen, ne? Also, das ist natürlich hart, dass sie ihn da trotz des sehr charmanten Antrags hier einen Korb gegeben hat und so. I missed the funeral. Maybe it's for the best. On the bright side, Nick's not alive for me to let him down again. Ach so, ja, die Beerdigung hat er ja schon verpasst. Es geht jetzt darum, dass er zu diesem gemeinsamen Essen jetzt noch hingeht. Aber das würde ich mir halt nie geben, ne? Wenn dann eher andersrum zu der Beerdigung und dann wieder verschwinden. Aber ein paar warten anscheinend auf mich. Given up already? Just a quick depressing jaunt down memory lane and then you're gone? I know you think that the only thing waiting for you down there is hurt. Lots of hurt. And you might be right. But it's been 2 years. It's time to face the world. Time to adult. The good news though, at least you don't have to do it alone.
Tja, und das ist auch ein Kernelement des Spiels bei Twin Mirror, wie der Name schon sagt. Er ist nicht alleine. Er hat da jemanden, mit dem er spricht. Aber was genau diese Person ist, das müssen wir erstmal noch herausfinden. So, du kommst doch noch. Oh, ich hoffe wirklich, dass ich es zum Leichen schon mal schaffe. Ich komme zum Haven. Nick wird sich nicht kümmern. Dann sagen wir mal, ich bin fast da. Hab im Verkehr festgesteckt, bin fast da. Lost the signal. Some things never change. Tja. Du hast es wenigstens versucht. Parkplatz des Miners Heaven. Ein Diner. Oder besser gesagt, eine Kneipe. Joan Flo Waldron, Nicks Tochter. Ich kann mir kaum vorstellen, was sie durchmacht. Das arme Kind. Yuli, you actually came. It's been a while. You've gotten taller. Can we talk? We're talking right now. It's cold. So... You left. Joan, that's not fair. You left. Ich würde gerne, dass er es erklärt, aber es tut mir leid, ist auch angebracht. Ah, was nehme ich? Zum Glück geht es gerade nicht um Zeit. Ich glaube, wenn wir nehmen, lass es mich erklären, er kommt nicht zum Erklären. Auch wenn es mich interessieren würde. Deswegen nehme ich, es tut mir leid. Look, Joan, I messed up. You said you wouldn't leave. You said... You said... I don't remember exactly, but you pinky swore. I didn't mean to lie. I just screwed up. After Anna broke up with me, I'm sorry. I wish words meant anything. I wish this didn't make it harder for you to trust me now. You could have at least called something, especially after... You know, after my dad. I don't know what to say to that. You're right. I wasn't in a state where I could reach out to anyone. I'm still not. If Nick hadn't died, I never would have come back. Thanks for being honest. You're always at least honest. Listen, I wanted to talk to you about what happened to Dad. It doesn't make sense. He wouldn't have just crashed. He drove like a grandma, you know that. It's wrong. I don't buy it. I'm just in town for the funeral, Joan. I'm not a PI or a cop. You're the closest thing I can talk to. Will you just look into it, Muley? Please?
She wants her father's death to mean something. But where does that lead? What if it leads to the truth? That could change everything. An hour ago, you wanted to run away. Now you want to start another investigation? A few questions won't hurt anyone. Just tonight, to reassure her and myself. This is a wake. If you poke around, people may end up poking back. Okay, whatever you do, at least leave the kid out of it. It would be cruel to lead her on. Friends don't lie to each other, even if it means disappointing her again. It's your call. Ja, und damit haben wir die erste große Entscheidung. Ich finde das sehr gut gemacht mit dem zweiten Ich oder dieser imaginären Person oder wer auch immer das ist und unser Twin, der uns eher empfiehlt, dass wir uns da raushalten oder wir antworten, dass wir die Untersuchung versprechen. Und ihr könnt an der Stelle gerne mal schreiben, wie ihr euch entscheiden würdet an der Stelle. Das wäre auf jeden Fall sehr interessant. Könnt gerne mit der Story mitfiebern, so. Ich lese mir das alles durch. Nur halt, wenn ihr das Spiel kennt, bitte nicht spoilern. Aber mit raten oder hier mitentscheiden dürft ihr natürlich. Ich werde meine Entscheidung aber selbst treffen, da es mein erster Durchgang ist. Und es sollte ja klar sein. Wir sind neugierig. Ich will selbst wissen, ist unser bester Freund eventuell nicht einfach so verstorben durch einen Unfall? Steckt da mehr dahinter? Das würde ich schon gerne wissen. Deswegen die Untersuchung versprechen wir an der Stelle. Okay. I'll see what I can see and all that. Gumshoe it up. You will? You make some good points. It doesn't fit. I hate when things don't fit. Yeah, me too. I might just be, I don't know, crazy or something, but... You want to know for sure. I get it. Thanks, Muley. I should go in before my mom misses me. You better get in there, too. Can't hide in your car all night. Who says I'm hiding out here? I do. See you inside. Ja, die Kleine gefällt mir. Sehr sympathisches Mädel. Noch sehr tapfer. Und scheint für ihr Alter schon ziemlich reif zu sein. Wahrscheinlich reifer als manche Typen da drin. Ah, schönes Bild. Pac-Man, yay! Was sind das für Pillen? Ich bin echt mal gespannt, wie sich dieses Spiel entwickelt, Leute. Bis jetzt, vielleicht hat es auch gar keine übernatürliche Note. Ich meine, was wir bis jetzt gesehen haben, ich meine, jeder kennt es, wenn man so in seiner Gedankenwelt erstmal so ein bisschen sich, verliert. Und das ist halt optisch so dargestellt und diese zweite Person, die wir sehen, ich weiß nicht, ob ihr das auch so habt, aber bei mir ist das zum Beispiel, dass ich, wenn ich irgendeinen Konflikt habe, dass ich dann auch mit mir selbst innerlich diskutiere und dass dann quasi so mein Gegenüber oder so, sollen wir es auch mein Gewissen nennen, je nachdem, dass man auch so sich gegen so ein bisschen gegensätzlich so hin und her diskutiert, um irgendwie auf eine Lösung zu kommen. Das habe ich auch so ein bisschen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es in diesem Spiel größere Ausmaße hat. Ich meine allein der Titel Twin Mirror, ne? Vielversprechend auf jeden Fall. Das ist Cathys Wagen. Ihr Wagen ist älter als ihre Tochter. Seems Cathy's been keeping this running 100,000 miles past its prime. I hope she's not running short on money. Cathy, ist das dann die Mutter von der Kleinen? Oder, na gut, könnte natürlich auch jemand anderes sein. Wir werden all diese Personen noch kennenlernen. Und dann bestimmt auch erfahren, ja, was hier überhaupt noch so vorgefallen ist.
Aber ich finde es richtig cool, dass wir der Sache mit dem eventuellen Mord dann jetzt sogar nachgehen. Also ich glaube jetzt doch nicht, dass es mit dem gelesenen Bahnunglück zu tun hat. Das war ja anscheinend eher so ein individueller Unfall. Aber natürlich will die Tochter nicht wahrhaben, dass das einfach so passiert ist. Und vielleicht ist das auch so. Wir werden der Sache definitiv nachgehen. Oh, die Polizei ist auch vor Ort. Okay. Kann man hier wie bei Life is Strange wieder Autokennzeichen... Nee, schade. Bei Life is Strange waren das ja immer so kleine Kürzel für Serien oder so. Beim ersten Teil zumindest. Aber hier sind das ganz normale Kennzeichen. Okay. Ja, ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich mich hier erstmal gemütlich umgucke. Ich meine, vielleicht findet man noch ein Erinnerungsstück oder was weiß ich. Wir haben ja die Zeit, Leute. Wie gesagt, am Montag geht's dann so richtig hier weiter. Ich gehe mal zur Tanke gegenüber. Ja, natürlich lässt mich das Spiel da nicht hin, war ja klar. Leichenschmaus, ey. Also nee, wie gesagt, wenn ich so viele Probleme mit den Leuten hier hätte und, oh Gott, meine Ex sehen müsste oder was weiß ich, ich hätte das nicht gemacht. Ich wäre zur Beerdigung gegangen. Ich wäre zu der Beerdigung gegangen, wäre dann und wäre dann wieder weggefahren. Aber so rum, naja, wäre aber auch langweilig, wenn er das tun würde. Und ich bin mir relativ sicher, dass er auch länger bleibt wie nur diesen einen Abend. Vor allem, wenn er der Sache jetzt erstmal nachgehen will. Die Polizei hat schon bessere Tage gesehen. Some of the police force stopped by. Which means most of the police force stopped by. Und wir haben gerade festgestellt, dass wir rennen können. Wow, das ist ja ein gigantisches Rennen, also. Aber hübsch, wie die Grafik hier ist, ne? Fällt mir. Naja, ein bisschen schneller läuft das schon. Da hinten können wir auch mal kurz gucken. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie euch das Spiel zusagt. Hinterlasst gerne euren Ersteindruck. War das eine Katze? Okay. Die Kneipe hat ihr Logo, aber niemals ihren Namen geändert. The old bar sign reminds me of when Nick and I were still kids. Okay, die Hintertür. Tagebuch aktualisiert, wird vielleicht noch wichtig. Wenn ich hinten reingehe, werden die Leute komisch gucken. Ja, das will ich dann besser nicht machen. Ich weiß jetzt, wenn ich Y drücke, guckt das ist dann an oder geht da durch? Ich lasse es lieber. Angucken ist jetzt nicht so wichtig. Da steht auch schon die erste Person, die wir eventuell kennen. Ich würde sagen, wir gucken jetzt nochmal ganz kurz ins Tagebuch rein. Das würde ich gerne immer aktuell halten, wobei das lese ich dann am Anfang des zweiten Partes. Aber wir haben ja jetzt hier noch jemanden Neues dazu. Was ist jetzt bei Anna schon wieder neu? Da ist doch jetzt gar nichts Neues. Irgendwie sind überall Ausrufezeichen, aber das ist doch altbekannt, ja. Keine Ahnung. Oder kann ich noch öfters auf RB drücken? Nee. Die haben jetzt immer Ausrufezeichen. Das ist ein bisschen doof. So weiß ich ja nie, was sich aktualisiert hat, aber na gut. Bei Joanne können wir noch kurz reingucken. Von allen Menschen, denen ich mit meiner fluchtartigen Verschwinden aus Bestwood wehgetan habe, ist Joanne diejenige, die es am wenigsten verdient hat. Sie war nur ein Kind und meine Patentochter. Aber es ist nicht leicht, der einzige Freund eines einsamen Kindes zu sein. Und ich hab's vermasselt. Jetzt, da ihr Vater tot ist, wird es für sie sicher nicht einfacher. Wütend, verletzt, starrsinnig. Schwer zu glauben, dass ausgerechnet Johannes war, die mir den Spitznamen Mulli gegeben hat. Nicht, dass ich nach einer Ausrede suche. Sie ist noch ein Kind und ich habe ihr ein Versprechen gegeben, dass ihr das Herz brechen wird. Egal, ob ich es halte oder nicht. Was, wenn sie recht hat? Was den Tod ihres Vaters angeht, was wird das mit ihr machen? Und was, wenn ich ihr die Antworten, die sie sucht, nicht geben kann? Tja, das werden wir nur herausfinden, indem wir der Sache nachgehen. Und zwar das nächste Mal, werte Freunde, wenn es hier weitergeht mit unserem neuen Let's Play Hauptprojekt Twin Mirror. Bis denne!